Seid wie grüßt, ihr Abenteurer, bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es geht weiter mit Let's Play Spellforce Conquest of Eo. Schnallt euch an, es geht los, denn wir sind mit Windholm auf der höchsten, ja, Freundschaftsstufe, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, Diplomatiestufe. Und das heißt, dass wir in der nächsten Runde einige neue Einheiten in unseren Seltres-Trupp aufnehmen können. Und ich denke, ja, was denke ich eigentlich? Es könnte sein, dass es so langsam aber sicher an der Zeit ist, den Goblins auf Wiedersehen zu sagen. Sie sind eigentlich ziemlich stark, beziehungsweise habe ich sie sehr zu schätzen gelernt während unseres Abenteuers. Sie sind ja auch schon sehr lange dabei. Aber irgendwann ist einfach der Zeitpunkt auch gekommen, an dem man diesen Abschied nehmen muss. Denn sie müssen Platz machen für etwas Stärkeres. Den Teleport wirken wir dann auf die. Die ziehen wir oben zu unserem anderen Trupp dazu. So, jetzt haben wir hier noch Wulfric. Wulfric, wo willst du denn mal hingehen? Wir könnten versuchen, mit dir das hier unten zu klären. Während du nochmal irgendwie hier hingehen willst. Ja, wobei du solltest eigentlich das machen. Ja, wir gehen mal hier hin. Entscheidender Sieg. Automatisch abhandeln. Nice. Easy peasy. Lemon squeezy. 40 Forschung für uns. Auch nicht schlecht. Was passiert, wenn wir jetzt da reingehen? Es passiert genau gar nichts. Okay. Dann können wir mit dem wieder zurückgehen. Ansonsten wirst du jetzt hier hingehen. Und wir werden zusammen mit Wulfric und Nalkis jetzt diesen Ort hier komplett abschließen. Das wäre jetzt zumindest mein nächstes Ziel. Damit auch dieser Part der Karte dann, ja, uns gehört. Gehen wir zuerst mal hier hin und erledigen den Spawnpunkt. Das Ganze können wir automatisch abhandeln. Und der Spawnpunkt ist erledigt. Verleiht untoter Offizier. Diese Einheiten und alle Verbündeten in ihrem Trupp erhalten plus ein Geschwindigkeit. Warum auch immer. Was hat das mit untoter Offizier zu tun? Elementarschaden. Plus 5. Das ist Wahnsinn. Das ist ziemlich stark tatsächlich. Wenn wir jetzt mal auf Seltres gehen, dann dürfte das für sie eine ziemlich gute Glyphe zu sein. Tägliche Arena 40 Leben. 40 Leben ist natürlich auch viel, ne? Eigentlich bräuchte sie einen weiteren Glyphenplatz. Weil plus 5 Elementarschaden ist ja bei ihr Wahnsinn, ne? Dann macht sie mit einem Nahkampfangriff 41 Schaden und sie hat mittlerweile 4 oder 5, glaube ich. Zu Beginn der Schlacht erhält die Einheit Flammenrüstung. Flammenrüstung ist halt schon gut, ne? Weil im Grunde kann man uns dann kaum noch tot kriegen. Das will ich eigentlich behalten. Ich glaube, am ehesten können wir die hier loswerden. Wir haben dann zwar 40 Leben weniger, aber Leben kriegen wir, wie gesagt, ja auch anders sonst. Ja, wir machen das tatsächlich mal. Ja, und schon machen wir 41 Schaden mit einem einzigen Angriff. Das ist Wahnsinn. Okay. Wäre das also geklärt. So, du kannst dich noch bewegen. In welche Richtung gehen wir denn jetzt hier mal? Wir könnten weitermachen, damit die verschiedenen Gegnertrupps hier loszuwerden. Jo, das sieht sehr easy aus. Weg mit euch. Das gibt sogar nochmal 31 Gold und ein Goldnugget obendrauf. So, was haben wir hier? Ja, hauen wir euch um. Nice. Auch erledigt. Wieder 10 Forschung dazu. Feengras. Nicht schlecht. Kann jedes Gelände überqueren. Und als nächstes kümmern wir uns dann hier drum. Ja. Wir sind schon recht erfolgreich hiermit. Gegenangriff Grun müssen wir uns natürlich auch noch angucken. Hier haben wir noch die Reinheit des Lichts, die hier Ärger machen könnte. Mit einem Haufen Einheiten, die wir noch gar nicht kennen. Wobei, den kennen wir, den verlorenen Wächter. Ritter der Reinheit kennen wir jetzt noch nicht. Ich überlege ja, ob wir mit dem mal hier angreifen sollten. Wäre, glaube ich, gar nicht so uninteressant. Wobei, du bist schon ein Stück weit angeschlagen, ne? Sollten wir vielleicht doch mal vorsichtig sein. So, wir können hier das Gelände überqueren. Und könnten jetzt theoretisch dann in der nächsten Runde mal hier rüber gucken. Ist ja vielleicht auch gar nicht so uninteressant. So, du... Ah, der Turm kann sich auch noch bewegen. Gut. Mit dir bleiben wir erstmal stehen. Ansonsten... Ach, du kannst ja noch gehen.
Ach du Scheiße. Okay, abbrechen. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass da ja... Dass da ja Gegner drin hocken. So, was haben wir hier? Eine Forma-Ruine. Das Allfeuer haben wir hier auch noch. Wir haben hier noch einen weiteren Spawnpunkt. Und hier oben ist ja sowieso auch noch einiges los. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wäre das Spiel jetzt demnächst vorbei. Denn hier ist noch ein Abschnitt der Karte, den wir nicht erkundet haben. Ja. Und hier sind auch noch ordentlich Spawnpunkte. Aber Seltris kommt denen auf jeden Fall näher. Und dann ist Feierabend. So. Gehen wir rein. Sucht nach Zacharias. Besucht die Wahrsagerin. Ja. Ein Mond und lange nicht acht. Sonst gehst du in die Binsen. Okay, alles klar. So, da oben können wir noch hingehen. Das machen wir auch. Ah, du auch noch. Genau, du solltest ja nach Illuvien gehen. Unerwartetes Wachstum. Wer ist sie hier? Elfenwaldläuferin. Kann die was? Stufe 2 nur. Gibt es nicht noch stärkere Elfen-Einheiten? Ist irgendwie ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Naja, wir warten jetzt erstmal hier. Ja, und das dürfte es dann fast gewesen sein. Du kannst ja noch hier hingehen. Ah, du kannst auch noch irgendwo hingehen. Du gehst hier in den Norden. Und du... okay, zwei Gegnertruppen. Ja, beenden wir die Runde mal. Die Reinheit begibt sich in unsere Richtung. Die Trolle wollen auch ein bisschen Ärger machen. Ein neuer Tag bricht an, bla bla bla, der Zirkel grollt mich, alles klar. Was immer da noch lebend vorhanden sein sollte. Blitzgenerator-Meilenstein abgeschlossen. Alle machen zwei Weißschaden mehr. Ja, aber für mich ehrlich gesagt nicht wirklich interessant. Taverne. Eine Taverne mag allzu weltlich erscheinen, aber die einfachen Soldaten schätzen wenig mehr als ein gutes Bier und etwas nette Unterhaltung. Das macht es einfacher, ein stehendes Heer auszuheben und zu halten. Ja, dann machen wir das doch mal. Das ist tatsächlich auch ein Gebäude. Interessant. So, mit dir ziehen wir noch weiter runter. Gut. Jetzt kommen wir der Allfeuerquelle schon sehr, sehr nahe. So, was können wir jetzt hier noch machen? Sachen, die schnell gehen auf jeden Fall. Gehärteter Stein, da können wir gleich mal zwei von machen. Dimensionszerschmetterer, ach ja genau, den hatte Seltris ja. Die Glückspille. Okay, da brauchen wir 6-mal Arkan. Aber Leben brauchen wir, 6-mal Arkan und Leben. Sind wir jetzt gar nicht mal so schlecht und jetzt brauchen wir noch etwas, was... Den könnte man... Nee, wobei, den könnte man nicht nehmen. Den auch nicht. Den auch nicht. Ich brauche einen... Ich brauche ein Leben. Weiter runter. Nee, gar nicht wahr. Ein Arkan brauche ich. Was laber ich da für eine Scheiße? Ist ja schadhaft hier. So, Glückspille. Da. Ich hätte gerne nochmal eine Glückspille. So, wir nehmen jetzt erstmal das. Und dann nehmen wir... Das, die Terrorbombe nehmen wir eh nicht und das. Glückspille. Mal zwei. So, was haben wir noch? Flüsternder Edelstein ist ein Liebestrank. Das ist ein Vereisungstrank. Könnte aber auch irgendwas Besseres sein.
Das ist eine Giftbeschichtung. Tinktur des Verstummens. Fass voll Phenonbier. Ein ganzes Fass voll. Oh, heiliges Wasser. Ziemlich easy sogar, heiliges Wasser. Wahnsinn. Wo haben wir denn unsere da? Ich kann doch ganz viel davon herstellen. Ich kann doch ganz viel heiliges Wasser machen. Ich pinkel einfach ganz oft wiederholt in diesen Pott. Mein Urin ist heilig. Boah, wie viele verfluchte Kerzen ich in meinem Inventar habe, ist auch Wahnsinn. So. Weiter geht's. Zeltris, du hast die erste Aufgabe. Du gehst nach Windholm. Anleitung Zwergische Kaserne. Ja. Großartig. So, und jetzt kaufen wir den Pyromanten. Und wir kaufen das brennende Konstrukt. So. Und beide kommen jetzt in den Zeltris-Trupp. Und die Goblins... Sie gehen nach Hause. Sie können nicht. Warum nicht? Sie können nicht, weil so... ich verstehe. Ja, ich verstehe. Wartet, wir müssen jetzt runter. So, und sobald sie rausgehen, können sie nämlich nicht mehr überall lang. Deswegen ging das jetzt nicht. So, Goblins, es tut mir leid, aber... Wir müssen Platz machen für neue Streiter. Zum Beispiel die hier. Oder den hier. Was können wir hier denn mal Schönes machen? Gehärtetes Feuer, Einheit ist immun gegen Brennen, Leben entziehen. Nee. Magische Regeneration. Fokus. Wie viel Fokus haben die? 8. Was können wir hier noch reinsetzen? Untote Offizier. Nahkampfangriffe gegen Einheit mit sterblich heilen diese Einheit. Nahkampfangriffe gegen mit sterblich heilen diese Einheit. Ja, das ist gut. 200% tägliche Regeneration finde ich auch gut. Ja, das Ding ist schon stark, ne? Ich glaube, die werden auch ziemlich stark werden. Flammenrüstung verleihen, auch nicht schlecht. Alle Angriffe können brennend hinzufügen. Windwandern. Ja, den werden wir auf jeden Fall... Den werden wir auf jeden Fall aufpowern. Da gibt es ja Möglichkeiten. Ich merke gerade, dass wir hier dringend buffen müssen. Auf jeden Fall. So, Zwergische Taverne ist auf jeden Fall auch neu. Da ist sie. Wie sieht die denn aus? Ermöglicht die Ausbildung von Axtkämpfern, Wächtern und Maulwurfreitern. Blitzgenerator. Die Frage ist, wollen wir so eine Zwergenkaserne haben? Ach, warum nicht? Wir bauen mal eine. Halle des Kriegers. So. Weiter geht's. Euch teleportieren wir nach oben. Ich muss nochmal genau gucken, wo. Der war doch hier irgendwo, ne? Da. So, jetzt haben wir hier nämlich doch einen schlagkräftigen Trupp. Preis der Neugier. Der Zwergenbruder kommt schnell auf euch zu. Also derjenige von euch, der nicht im Kristall feststeckt. Ihr seid wieder da. Bitte kommt mit. Sagt mir, dass ihr jetzt in der Lage seid, den Fluch auf meinem Bruder aufzuheben. Dreimal Ätherdestillat. Ich habe das Ätherdestillat gefunden hier.
Urim, der Alchemist, versucht, den verzweifelten Gurim aus dem Weg zu schieben. Gründlich und konzentriert mischt er verschiedene Tinkturen und Puder, gibt das Ätherdestillat hinzu, bevor er das Ganze kocht und dann abkühlen lässt. Währenddessen hört der Zwerg nicht auf, unruhig um den Kristall herumzulaufen. Als der Trank schließlich fertig ist, kippt Urim ihm über den Kristall. Hat das geklappt? Feine Risse zeigen sich auf dem Kristall und nach ein paar Momenten bricht er vollständig in sich zusammen. Glamrik, schreit der Bruder. Glamrik, mein Bruder, kannst du mich hören? Alle auf dem Platz halten ihren Atem an und dann hört ihr endlich ein schwaches, erschöpftes Gurim. Ein Aufatmen geht durch die Menge und Gurim beginnt zu weinen. Erst als alles sich wieder beruhigt hat, kommt er mit einer Karte in der Hand auf euch zu. Hier haben wir die Ruine der Forma gefunden. Hoffentlich erliegt ihr nicht auch dem Fluch. Viel Glück und habt Dank. Uff. Nice. Die ist ja sogar ganz in der Nähe und die kaufen wir. Und das auch. So, ein Königreich für ein Reittier ist das nächste. Aber zuvor, sehe ich gerade, müssen wir dringend nochmal was verkaufen. Da geht so ein bisschen Geld flöten langsam. Da können wir auch nochmal ein bisschen was verkaufen. Da können wir auch was verkaufen. 5 Stück. Was können wir auch noch verkaufen? Ach, es gibt so vieles, was man verkaufen kann. Vor allen Dingen hier. Hier Knochenteile. 100 Stück. Tschüss. Ektoplasma und Asche, ganz ehrlich. So viel können wir auch niemals verbrauchen. Ja, und schon sieht das ganz nice aus, wa? So, als nächstes gibt es doch die Quest, wo ist die Erfahrungsgewinn? Nein. Gold aufspüren auch nicht. Gold aufspüren war es nicht. Ha. Wegfindung, nein. Blitzgenerator, Wasserwanderer, Gott will es. Warte mal, was war das noch? Weißschaden bei allen Einheiten. Ich finde das gerade nicht, wo wir unseren Ruf verbessern können. Wo war denn das noch? Einziehen, nein, 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 Geschenk, das war's. So, und das Ganze machen wir jetzt bei Illuvien, damit wir da auch auf die höchste Stufe kommen. Da. 100 sollte reichen. Ja, sieht gut aus. Unerwartetes Wachstum. Die Bürger sind alle auf dem Hauptplatz versammelt. Dort ist über Nacht ein großer Baum aus dem Boden geschossen. Er ist hoch genug, um die meisten Häuser zu überragen und so dick, als wäre er bereits Jahrhunderte alt. Versucht nicht, euch da rauszureden, Elfe. Wir alle wissen, dass ihr es wart. Ich habe hier schon gelebt, bevor ihr überhaupt geboren wurdet, euresgleichen zum Trotz wohlgemerkt, und habe nie jemandem etwas zuleide getan. Lasst mich nachsehen. Ich bin mir sicher, ich kann das Rätsel lösen. Alle außer den beiden Streithähnen treten zurück. Ihr untersucht den Baum und dann den Boden darunter. Beide geben eine starke magische Ausstrahlung ab, was nicht überraschend ist, da dieser Baum nicht von alleine gewachsen sein kann. Ihr bringt die magische Aura dazu, sichtbar zu werden, so dass sie wie ein Nebel in der Luft hängt. Alle folgen ihr zu ihrem Ausgangspunkt, einem Haus am Platz. Wer auch immer das getan hat, lebt dort. Schon gut, schon gut. Ich kann es wohl nicht länger leugnen. Niedergeschlagen seufzt der alte Mann und streicht sich über das Gesicht. Er betritt sein Haus und kommt nach ein paar Minuten mit einer Schriftrolle zurück. Das habe ich benutzt. Aber ich habe nur getan, was ich tun musste. Die Elfe hat mir meine Kundschaft gestohlen. Sie ist wirklich bösartig. Die anderen Bürger flüstern bereits miteinander. Einige kichern sogar. Was sollen wir mit ihm machen, Magier? Ich denke, es wäre nur gerecht, sie über eure Scheine. Ihr solltet der Dame eine Entschädigung zahlen. Die Missgunst brodelt schon eine Weile vor sich hin. Der Mann antwortet mit kaum verhohlener Abscheu. Und so ist es. Diese Elfe, er spuckt das Wort regelrecht aus, hat beschlossen, eine andere Apotheke zu eröffnen, obwohl ich schon mein ganzes Leben lang diese Stadt mit Kräutern und Tinkturen versorgt habe. Ich habe es euch schon einmal gesagt, Herr Oliver. Nicht alle fühlen sich damit wohl, oder wohl damit, ihre Gebrechen einem Mann zu beschreiben, gibt die Elfe zurück. Ihr solltet der Dame eine Entschädigung zahlen.
Ich denke, es wäre nur gerecht, sie über eure Strafe entscheiden zu lassen. Der Mann schluckt, als die Elfe vortritt und ihn von oben bis unten mustert. Alles, was ich mir wünsche, ist, dass ihr euch für den Rest eures Lebens um diesen Baum kümmert. Sie lächelt ihn freundlich an und geht davon. Der Mann stößt einen tiefen Seufzer aus und viele seiner Kameraden machen sich über seine niedergeschlagene Miene lustig. Das war schön von der Elfe. Das war auf jeden Fall schön. Kräutergarten. Nice. Und damit haben wir auch das. Helft einer jungen Siedlung an der Nebelküste und befreit die westliche Zitadelle aus dem Griff der Reinheit. Mehr müssen wir jetzt nicht mehr machen. Nice. So, was ich aber noch viel wichtiger finde und was eben ein bisschen untergegangen ist, ist, dass wir ja bei Seltres Truppen ausgetauscht haben. Das bedeutet nämlich auch gleichzeitig dann, dass wir neue Buffs brauchen für unsere Leute. Und da fangen wir doch direkt mal an. Und zwar mit Ausdauer. So, das war aber nicht alles. Wir haben noch mehr. Steinhaut hatten wir zum Beispiel auch noch. So, und das geht nur noch in der nächsten Runde. Ja, weitergehen können wir mit euch gerade nicht. Du auch nicht, ihr auch nicht. In der nächsten Runde müssen wir dann mal gucken, ob wir dann vielleicht, hätte ich zumindest Bock zu, uns unten hin teleportieren zum Turm. So, das sieht eigentlich gerade okay aus. Will ich einen Kräutergarten bauen? Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Hm. Andererseits, so viele verschiedene Räume kommen ja jetzt auch gar nicht mehr. So, was haben wir hier noch? Da ist noch Allfeuer. Damit dir wollte ich hier oben hin. Zwergenruinen haben wir dann noch als Quest, fällt mir gerade auf. So, du gehst erstmal hier rein. Nice, da wurden zwei wiederbelebt. Ah. Und Orgasch. Müssen wir auch noch eine höhere Stufe bekommen. So, du konntest dich ja jetzt überall lang bewegen. Waren wir denn hier schon? Ich glaube, wir waren hier schon, aber vielleicht sollten wir mal die aus dem Weg räumen. Damit wir hier Allfeuer generieren können. Dorfklatsch. In den Straßen dieses abgelegenen Dorfes kursieren zahlreiche Gerüchte über eine verschwundene Expedition. Underhal, die Zwergenstadt in den Mittelbergen, hatte Bergleute und Krieger ausgesandt, um die Vulkanschmiede zurückzuerobern. Die älteste und größte der berühmten zwergischen Schmieden. Gerüchten zufolge wurde sie von großem feuerspeienden Ungetüm überrannt, die jeden vernichten, der es wagt, die Schmiede zu betreten. Ja, aber die haben wir ja schon alle aus dem Weg geräumt. Das ist alles schon erledigt, Mensch. Wenn ihr da noch irgendwelche Geschichten hören wollt, ihr kommt da ein bisschen zu spät. So. Nice, destilliertes Aria, immer gut. So, den können wir schon mal wegprügeln. Und Wolfric erreicht Stufe 14. Was können wir ihm denn mal Gutes tun? Schaden gegen Untot. Das finde ich gut. Das ist zwar sehr situativ, aber es ist nach wie vor trotzdem eine gute Fähigkeit. So. Da bist du. Du gehst wieder zurück. Mensch, wir sollten unsere Leute mal hier hinziehen, unsere Arbeiter. Da können die nochmal ordentlich was wegernten. Sondern ansonsten können wir hier nichts machen, ne? Die Elfenwaldläuferin finde ich da jetzt nicht so unglaublich wichtig. So, du gehst erstmal darauf. Da müssen wir nichts machen. Hier scheint sich irgendwie auch keiner mehr für zu interessieren. Ganz interessant. Etwas abseits eures Weges seht ihr Spuren eines Felsrutsches. Ein paar Stückchen des verzauberten Gesteins funkeln in der Sonne. Okay, also nochmal Mana dazu gekriegt. Ja, ich war auch kurz am Verhungern, ne? Also ich habe so lange keinen Mana gekriegt. Das ist schon echt pervers. So, wo ist der... Kann der Turm sich noch bewegen?
Kann sich irgendwer noch bewegen? Der, aber der ist nicht wichtig. Okay, Runde beenden. Nice. Sehr schön. Noch viel besser. Du kannst dann als nächstes mal hier hin. So, da ist die Allfeuerquelle. Hier haben wir was. Eine Taverne. Dieser Zauber, der von den Zirkelmagier Indiana erschaffen worden sein soll, kann durch subtil beeindruckende Gemüter den Menschen ganze Städte in seinen Bann schlagen. Aber sowas ähnliches haben wir doch schon. Aber vielleicht müssen wir dafür dann noch nicht mal... Es kann ja durchaus sein, dass wir dafür noch nicht mal Geld zahlen müssen. So, wo ist der Teleportzauber? Da. Wobei der Teleportzauber nicht mal der klügste Zauber war. Rückruf wäre eigentlich der klügste Zauber gewesen. Dann würden wir nämlich zum Turm kommen. Aber gut, jetzt mache ich es so. Das ist auch okay. Ziehen wir den hier unten hin. Und dann geht das nämlich so hier. Ihr schwebt im Glühen der Macht des Allfeuers, die durch euch und durch die Kristallkammer fließt. Mit einem bebenden, blendenden, ablenkenden Blitz erscheint ein flammenroter Zirkel in der Nähe und eine Armee marschiert daraus hervor. Der Zirkel hat seine Untergebenen geschickt, um euch aufzuhalten. Ja, bitte. Ja, tschüss. Und wir haben ein paar Stufen. Oh, Seltris ist sogar gestorben. Wahnsinn. Ja, was machen wir denn mit denen mal? Also erstmal brauchen sie Fokus. Dann brauchen sie Geschwindigkeit, das ist ganz wichtig. Was ist mit euch? Ja, ach, da brauchen wir auch noch Glyphen, sehe ich gerade. Das ist ganz... Glyphen sind ja mal wohl ganz wichtig hier. Rüstung. Perfekt, die sind weg. So, und jetzt brauchen wir hier ein Irrlicht. Gut. Dann gehört mir das demnächst. Du kannst da oben hin. Und ihr haut die Reinheit weg. Der Greif steigt eine Stufe auf. Und will einen zusätzlichen Glyphenplatz. Auch wenn das nichts bringt. Weil wir noch nicht mal die zwei vorherigen Plätze belegt haben. Aber was soll's. So, irgendwas muss doch hier beim Drachenherz passieren. Die Frage ist, was? Wo ist das? Da ist das Geschenk. Ja, ich glaube, 80 sind angebracht. Ja, und schon haben wir den maximalen Ruf in Orgasch erreicht. Das können wir dann... in der nächsten Runde geltend machen. Erstmal machen wir noch das hier. Gott will es. Perfekt. Du kannst weiter hier oben lang wandern. Da ist noch mehr Allfeuer. Und da oben wird's feurig. Du kannst da leider nicht hin, aber du kannst hier hin. Das ist auch gut. Du kannst hier hin. Eine kleine Hütte schmiegt sich hier an die Felswand. In der Nähe kommt ein Zwerg gerade aus einer großen Höhle. Er murmelt wütend vor sich hin und tritt gegen einen Eimer. Seid ihr der Züchter? Eure Kunden aus Kaltmark schicken uns. Ihr erklärt die Lage und der Züchter beginnt zu strahlen. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Ich meine, nicht für die, aber bei all den Maulwürfen, die hier frei herumlaufen, bin ich kurz davor, den Laden dicht machen zu müssen. Jeder kann sich einfach einen Maulwurf von der Straße nehmen, aber meine sind wirklich gut dressiert. Das vergisst man leicht. Ich kümmere mich gleich darum. Und wenn ihr Maulwürfe für eure Armee braucht, ich schätze, ich kann euch welche geben. Als Dankeschön. Dann breche ich einfach aus dem Dorf mehr. Haha. Okay. Nice. Dann haben wir jetzt einen bekommen.
Auch wenn ich nicht wirklich viel mit dem anfangen kann gerade. So, was haben wir denn hier in dem Laden? Jo, das nehme ich auf jeden Fall. Ah ja, die Forma-Ruine, die müssen wir uns dann hier noch angucken. Aber unser Turm wird sich jetzt sowieso aufmachen in die Richtung hier. Die letzte Richtung, die noch relevant für uns ist. So, was haben wir hier drin? Okay. Die sind schon recht schwach. Ja, das ist, glaube ich, nicht der Rede wert. Ah, da kriegen wir aber ein paar Glyphen. Das ist gut. So, noch mehr unentdeckte Ruinen. 52 Mana. Fokusverbrennung. Wahnsinn. Was haben wir hier denn noch? 1400. 960. Rivalitätszwerge. Hier ein Tor. Das sieht für mich so aus, als wenn sie vielleicht einen DLC planen, der uns weiter hier in den Süden führt. Das wäre zumindest ziemlich cool. Ich würde es gut finden. So, Nalkis brauchen wir dann hier gar nicht mehr, oder? Ne, Nalkis wird hier nicht mehr gebraucht. Okay, Nalkis, dann wirst du demnächst teleportiert. Und zwar gen Norden, wo wir dich noch brauchen. So, dich können wir auch bewegen. Du gehst mit denen hier zusammen. Ja, und das war's dann, glaube ich. Du kannst hier nicht rüber. Du kannst gar nicht mehr rüber. Das ist natürlich schlecht. Dann bleibst du erstmal da. Und du... Dich könnten wir hier hinbringen. Ja, Nalkis bleibt erstmal hier. So. Da haben wir ein bisschen was. Schrapp, schrapp, schrapp. Und weiter geht's. Nächste Runde. Okay, nächste Runde, sagte ich. Sehr, sehr schön. Nice. Alle meine Units haben jetzt mehr Weißschaden bekommen. Risse in den Grundmauern. Ihr findet Thorak und Gruun, die eine kleine Steinhütte in der Nähe des Zentrums von Orgasch bauen. Wahrscheinlich ist dies der größte und offenste Platz in der ganzen Stadt. Thorak sieht, wie ihr euch nähert und legt mit einem herzhaften Lachen einen Ziegelstein beiseite. Auch Gruun schenkt euch ein breites Lächeln. Mein Freund, ruft Thorak. Er versucht euch die Hände auf die Schultern zu legen, gleitet dabei aber durch eure Erscheinung geklatscht stattdessen. Nach einem Moment der Ruhe sagt er, danke für alles, was ihr getan habt. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Ihr habt mich beeindruckt, Magier, ruft Gruun euch zu. Meine Erwartungen waren gering, aber ihr habt in mir die törichte Hoffnung geweckt, dass wir tatsächlich Erfolg haben könnten. Sie macht eindeutig Witze, als sie den Kopf zu ihrem Partner neigt. Es ist schön, die beiden so ausgelassen zu sehen. Aber ich nehme an, die Arbeit geht weiter? Thorak verzieht ein wenig das Gesicht, als sie die Frage stellt. Er nickt und widmet sich wieder seinen Bauarbeiten, während er erklärt, ihr habt schon viel für Orgasch getan. Ihr habt bewiesen, dass wir auf euch zählen können. Was bleibt, ist eine grausige Aufgabe, die ich am liebsten ignoriert hätte. Zumindest bis jetzt. Ihr müsst wissen, es gibt Orks hier an der Nebelküste, die nicht verstehen, was wir zu erreichen versuchen. Ist das ein Problem? Ich wünschte mir, es wäre keines, sagte Thorak, während er einen Stein an seinen Platz setzt. Das Verhältnis war vorher schon angespannt, aber nun ist es noch schlimmer geworden. Sie beschuldigen uns, dass wir versuchen, ihnen diesen Ort aufzuzwingen. Sie sagen, wir seien genauso schlimm wie die Soldaten der Westwehr. Letzte Nacht wurden wir angegriffen und einige von uns wurden getötet. So etwas kann ich nicht dulden. Dann müssen sie einen hohen Preis bezahlen. Nein, nein, beharrt Thorak, sich gegenseitig zu bekämpfen in diesen Zeiten der unheilvollen Omen. Ich wünschte, wir könnten alle zusammenhalten. Ich wünschte mir, dass wir eine Gemeinschaft sind. Wenn sie das nicht so sehen, dann ist das eben so. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns gegenseitig vernichten müssen, wenn bereits ein neuer Krieg droht. Ich möchte, dass sie das verstehen, sagt er. Nur weil wir uns nicht einig sind, wie es weitergehen soll, heißt das nicht, dass wir kämpfen müssen. Hier ist genug Platz für alle. Was für Omen? Thorak wird ernst, als er sagt, es gibt schlechte Kunde aus dem Osten. Die Flüsse der heulenden Steppe fließen rot vor Blut, das aus den Steinen der Nadel sickert. Unsere Ältesten, unsere Schamanen, sie alle sagen, dass Unheil dreut. Aus diesem Grund baue ich diesen Ort auf, sagt er und deutet auf Orgasch. Deshalb möchte ich, dass andere wissen, dass sie hier leben können, ganz gleich, was sie glauben. Was wollt ihr von mir?
Torak wischt sich wieder die Hände ab und denkt einen Moment nach, bevor er sagt, ich muss dieses Problem lösen, Magier, das weiß ich. Dafür muss ich wissen, was sich verändert hat, denn ich glaube, dass sich etwas verändert hat. Aber wenn ich jetzt Fragen stelle, werden sie misstrauisch sein. Bitte, findet heraus, was sich verändert hat. Warum sie uns angegriffen haben und ich werde mich um alles Weitere kümmern. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, da haben wir ordentlich was zu tun, würde ich mal sagen. Anleitung Orkische Kaserne. Ja. Und damit fehlt jetzt nur noch dieses Gebäude hier. Auch eine Orkische Kaserne könnten wir nun theoretisch bauen. Bevor wir diese Quests machen, will ich mich dann jetzt hier oben um die Bastion kümmern. Das ist das Letzte, was jetzt noch übrig bleibt. Dafür werden wir hier oben hingehen. Seltris. Kann sich auch noch bewegen. Der Turm kann sich auch bewegen. Wir haben einen sehr, sehr langen Weg vor uns. Ergibt es überhaupt Sinn, mit Seltris weiter? Wir machen das jetzt einfach. So, hier müssen wir theoretisch gerade eigentlich auch nichts mehr bauen. Theoretisch zumindest. Was können wir hier noch mitmachen? Betäubungselixiere. Schade, dass man nicht einfach so einen Knopf drücken kann und dann wird das einfach automatisch gemacht. Sturm in der Flasche. Ja, okay. Kann sich noch irgendwer bewegen? Nalkis könnte teleportiert werden. Aber nicht mehr in dieser Runde. Schade, Schokolade. So, was ist mit dir? Du bist noch belegt. Du bist auch noch belegt. Bei dir brauchen wir nichts machen. Ihr könnt euch einfach auch mal in die Richtung aufmachen, meine kleinen Goblins. Wulfric. Foliant der Eule. Als nächstes kümmern wir uns dann darum. Was ist mit dir eigentlich? Ah ja, du könntest hier vielleicht noch irgendwo lang gehen und mal gucken. Oh, da sehen wir doch schon mal was. Hier ein Portal sogar. Gefährlich. Oha. Das ist mehr als gefährlich. Jede Menge Units dort. Das führt, glaube ich, zu nichts. Das führt auch zu nichts. Oh, sie greifen mich tatsächlich an. Zwergische Kaserne gebaut. Und das Ding gehört uns. Und damit haben wir fast 400. Nice. Nice. So, weiter in den Süden. Hier unten haben wir noch sehr viel zu tun. Gebt zusätzliches Mana aus, um euren Ruf in der ausgewählten Stadt zu erhöhen. Ah, okay. Ja, dann machen wir das jetzt mal als nächstes. Magisches Hellsehen. Undergast der Weber war der Erste, der eine Kristallkugel benutzte, um seinen Blick weit über die Grenzen seines Turms hinaufschweifen zu lassen. Das ist wahrscheinlich dann so eine Art Observationszauber sozusagen. So, wir haben die Zwergische Kaserne gebaut. Erhält einen Hitzestein pro Woche. Ermöglicht die Ausbildung von Pyromanten. Alle Einheiten erhalten gehärtetes Feuer. Das ist mega. Das ist wirklich mega. Alle Zwergeinheiten erhalten starker Geist. Neue Einheiten starten mit 40 Erfahrung. Zwergische Arbeiter. Erhalte 2 Getränke pro Woche. Also dieses ist auf jeden Fall sinnvoll. Das
müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt rankommen. Das dürfte recht schwer werden. Wobei man könnte... So, jetzt haben wir einen Liebestrank. Und jetzt brauchen wir jede Menge Elementar. Drei ist zu wenig, fast schon. Wir können auch das nehmen hier. Und noch zwei brauche ich. Kürbis. Hochofen. Ermöglicht die Ausbildung von Erdformer. Okay, wir brauchen dreimal Tod. Jetzt brauchen wir noch einmal Tod. Und dreimal, da können wir, na, Ektoplasma können wir nicht nehmen. Jetzt. Zwergisches Idol. Und das dritte ist, nehmen wir einfach die Brauerei. Die finde ich schon sinnvoll. Nehmen wir mal 1, 2, 3. So. Perfekt. Okay, was als nächstes? Was können wir noch machen? Arkanes Gebräu, warum auch nicht? Sehr schön. Okay, als nächstes teleportieren wir Nalkes oben an die Front. Mal sehen, wie weit nach oben wir den teleportieren können. Hier zum Beispiel. Oder hier. Da haben wir direkt hier verschiedene Gegnergruppen, die wir bearbeiten müssten. Ja, das hat doch schon mal gut geklappt, auch wenn wir ziemlich viel Leben verloren haben. Aber das kriegen wir ja auch wieder. Nalkes ist auf jeden Fall jetzt schon mal oben und das ist gut so. So, dann brauchen wir den Turm. Und wir brauchen einen weiteren Teleport. Für Seltris. Seltris kommt an denselben Ort wie Nalkes. So. Als nächstes brauchen wir hier übrigens, wo haben wir es? Regeneration. Da. Der hat noch keine Regeneration. Wir müssen einmal eine Kampfrunde machen mit denen. Wie doll haut Seltris gleich zu? Ich bin gespannt. Ah, die sind natürlich resistent gegen die Schadensart, ne? Gegen so ziemlich alles, was ich hier machen könnte. Dann machen wir mal Folgendes. Giftbeschichtung. Drei Angriffe. Brennend, vergiftet alles, was wir haben wollen.
Oh, die nehmen gar keinen Schaden. Yes? Yes? Commander. Gut. So, was können wir hier machen? Feuerresistenz senken. Nichts könnt ihr machen, nichts. Commander. Ja, schießt ruhig. Mhm. Schießt aus allen Rohren, es stört mich nicht. Wir machen so. Yes. Man merkt schon ein wenig, wie sie die Lust verlieren. Man kann es ihnen nicht verdenken. Die würde ich nämlich auch verlieren. So, kommen wir mit dir irgendwo hier in zwei Angriffe nur, das ist wenig. Yes. Yes. Commander. Hm? Wow. Wie wär's mit dem hier? Erledigt. Tja, unsere Einheiten sind so langsam in Position gebracht für den letzten Schlachtfeldzug. Schlachtfeldzug? Feldzug. Nennen wir es einfach Feldzug. Für den letzten Feldzug in diesem Spiel. Und der führt uns in eine feurige Region. Oben links heißt diese feurige Region. Und aus irgendeinem Grund kommt er gerade mit dem Laden irgendwie nicht da. Da haben wir es doch. So, was haben wir denn bei dir jetzt Schönes? Für den 30% mehr Beute ist natürlich, Deluxe. Was haben wir hier? Weißschaden. Noch mehr Beute. Noch viel mehr Beute. Aber wir haben auf jeden Fall jede Menge Glyphen gefunden, die wir dann in dem nächsten Video eigentlich auch mal verteilen müssten. Ja, ich warte jetzt im Prinzip nur noch, dass mein Turm hier dazu stößt, damit wir die Forma-Geheimnisse, die Allfeuer hier noch übernehmen können. Und dann haben wir es so langsam geschafft. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid wieder beim nächsten Mal mit dabei und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.